War das eigentlich der 24., den ich falsch aufgemacht habe? Hi ihr Lieben, ich bin Shia von WastelandRebel.com. Ich habe einen Adventskalender geschenkt bekommen. Der ist nämlich Zero Waste, vegan, plastikfrei. Diesen Adventskalender wollte ich jetzt einmal für euch komplett aufmachen, damit ihr sehen könnt, wie ihr einen schönen, umweltfreundlichen Adventskalender gestalten könnt. So, ich nehme euch jetzt mal näher dran. 1. Dezember. Ich bin schon mal gespannt, was drin ist. Ich bin ja total doof. Ich habe vollkommen vergessen, euch zu sagen, von wem ich den Adventskalender bekommen habe. Diesen wunderschönen... Oh Gott. Diesen wunderschönen Adventskalender haben wir vor 4 Tagen geschenkt bekommen, als wir einen Vortrag zu Zero Waste an der Ruhr-Universität Bochum, an der RUB, gegeben haben, als kleines Dankeschön. Und der ist komplett handgemacht. Also alle Beutelchen hier sind aus Stoffresten handgenäht. Und das sind einfach nur Äste. Das Ding hat 3 Stockwerke. Und die Beutelchen sind einfach mit so Baumwollen, Leinen, auf jeden Fall, ich meinte, kompostierbaren Fäden hier dran gemacht, Packband. Und die Fäden sind auch noch so lang, dass man die wiederverwenden kann. Also die das gebastelt hat vom Asta, der RUB, die hat alles per Hand gemacht und total gut durchdacht. Nochmal vielen, vielen lieben Dank dafür. Jetzt machen wir aber das erste auf. Ihr wisst nicht, dass es mir schon runtergefallen ist. Ah, das ist Apfelzimtöl. Sie hatte mir nämlich gesagt, dass auch ein bisschen Plastik dabei sein würde, weil die Augentropfen oder sowas hat und das einfach wiederverwendet. Das riecht ziemlich gut. Tag 2. Eine Pflanzenschale und da drin ist so eine, oh, schon kaputt, da drin ist so eine Kapsel und da sind Thymiansamen drin. Mal sehen, wie mein brauner Daumen sich so macht. 2. Dezember vorbei, Nacht und wieder Tag. Und wir gucken Tag 3. Oh, schon wieder so ein kleines Öl. Eukalyptus steht drauf, ist Oregano. Also so aus Pappe, wo man das einpflanzen kann. Ich habe den falschen Tag gemacht. Ich habe Tag 5 gemacht statt Tag 4. Egal. Früchtetee. Johannesbrotstück, nicht blöd? Johannesbrotstücke. Verlese ich mich hier die ganze Zeit? Weiter geht's. Den 6. Dezember und den hatte sie uns sehr süß mit so einem kleinen Stiefelchen gekennzeichnet. Deswegen wusste ich, dass wir den Kalender so rum aufhängen. Das ist das, was mich irritiert. Das knistert. Kein Plastik, da bin ich ganz froh. Das ist Backpapier, glaube ich. Vegane Schokolade. Da ist ja noch was. Da steht Jasmin drauf. Bill? Ach, Dill. 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 Mensch, vergeht die Zahl da aber schnell. Rosenwasser. Tee. Apfel, Ananas, Papaya, Zimt, Pfefferminze. Wir sind am 12. Dezember. Wildblumen. Oh mein Gott, ich werde so gut riechen das nächste Jahr. Oh. Das hatten wir auf jeden Fall noch nicht. Das sind Schokoriegel. Der ist nicht unverpackt. Also wenn ihr sowas verschenkt, ich würde vorschlagen ohne Edding, weil sonst könnte ich das Papier kompostieren und das würde ich nicht reintun. Ein zukünftiges Pflänzchen. Schnittlauch. Ja, Schnittlauch kann ich gut gebrauchen. Oh, das ist groß. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da Nelken drin sind. Das sind doch Nelken. Oh, Anis. Und das ist nicht das Einzige. Da sind 2 Zimtstangen drin. Das riecht schon mal sehr weihnachtlich. Wow, das ist eine mini kleine Hahaha Gemüsebürste. Die ist voll niedlich. Petersilie. Da knistert was. Oh, Seedballs. Seedballs sind halt so wirklich so kleine Samenbälle, die ihr irgendwo in der Stadt, wo es euch zu trist ist, einfach mal so einpflanzen könnt. Oh, kein Tee. Doch, Tee. Kein Tee. Vielleicht könnt ihr mir sagen, ob das Kamillentee ist. Da steht nämlich nichts dran. Also, hier ist mein gekaufter Kamillentee. Und das sind diese großen Kamillenblüten. Also, wenn ihr das wisst, schreibt es mir unten in den Kommentaren. Wenn der Stift zu kurz ist, einfach einpflanzen. Das ist dieses Mal Rosmarin. Weihnachtsbaumausstecher. Ich habe auch gerade gar keine Plätzchenausstecher. Jetzt habe ich einen. Eigentlich krass, wenn man bedenkt, dass ich früher eine Backbloggerin war. Ja, das ist ein Escape Room Gutschein. 2 Gutscheine. War das eigentlich der 24., den ich falsch aufgemacht habe? Gehörst du zur Elite, fragt mich der Gutschein. Wenn der mich schon so direkt fragt. Da macht jemand Sommerurlaub hier mit der Sonnenbrille, ey.
Jetzt muss ich noch herausfinden, was das ist. Steht nichts dran, da steht nur Ho, 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 Merry Christmas. Ich glaube, es ist ein Handtuch oder so. Wie ein Glas, aber rund oben. Eine kleine Schneekugel ist das. Ich hoffe, ihr habt auch gemerkt, dass es mir so viel mehr Spaß gemacht hat, so einen Kalender zu öffnen, als so diese Standard-Adventskalender wie früher, wo man immer ein Türchen aufmacht, also die gekauften, und sowieso weiß, was hinter dem Türchen ist, nämlich ein kleines Stückchen Schokolade, und am 24. ist da ein Stückchen Schokolade, das ein kleines bisschen größer ist als die anderen Stückchen Schokolade. Und das Ding kann man jedes Jahr nochmal wiederverwenden. Ich hoffe, es hat euch gefallen, wie ich da so meinen Adventskalender jetzt vorzeitig auf einmal ausgeschlachtet habe. Und dass ihr vor allem ganz, ganz viele Ideen für Adventskalender bekommen habt, die ihr jetzt auch verschenkt. Krieg ich das nicht auf? Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, ciao.